Hallo. Ja, es läuft, glaube ich. Wir sind jetzt raus aus dem... Boop. No worries. Wurde gerade von einem Kind fast überlaufen, überrannt. So, wir sind jetzt aus dem Delfinzentrum raus. Und laufen jetzt den Strand runter. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie in Western Australien so der Strand aussieht. Wie laufe ich denn hier lang am besten? Okay, jetzt habt ihr mal eine Strandaufnahme. Und was soll ich sagen? Der Strand hier, also diese Bucht in Bunbury, hat 150 Delfine. Also ist die Heimat von 150 Delfinen, haben sie mir erzählt, die täglich 8 bis 10, glaube ich, Kilo Fisch brauchen, jagen und essen. Ja. So, da oben ist das Delfin-Center, wo wir waren. Also die Enttäuschung des Tages, weil teuer und muss man nicht haben. Ich hoffe, dass es von der Tontechnik her, dass ich zu verstehen bin. Ich probiere das ein bisschen mit der Hand abzudecken. Und ja, hier ist ein bisschen, jetzt laufe ich mal am Strand lang. Und also ich denke persönlich, dass Australien auch mit Westaustralien die schönsten Strände hat, die Australien zu bieten hat. So, dann komme ich nochmal. So probiere ich das. Hier sieht man so ein bisschen, wie ich das Mikrofon unterstütze, damit es nicht so laut ist. Ja, was hat uns bis jetzt ereilt? Also wir sind dabei, das Grundstück, die 5 Hektar, die wir gekauft haben, jetzt den Antrag durch die Bank zu schieben. Und dann haben uns schon um einen Wassertank gekümmert, weil hier geht es darum, Wasser zu haben in den Bergen. Als Selbstversorger wird es so sein, dass wir 110.000 Liter im Jahr über unser Dach kriegen können, also Regenwasser, und damit uns versorgen. Aber zusätzlich gibt es noch einen Damm auf dem Grundstück, wo wir auch 200.000 Liter im Jahr kriegen können. Also ich glaube, Wasserknappheit wird es nicht geben. Ansonsten haben wir ja gesagt, Ziel ist es, dass wir uns selbst versorgen mit Energie über Solarzellen und Batterien. Später. Mal gucken, der Cybertruck Tesla ist ja bestellt. In 3 Jahren wird er vielleicht da sein. Und dass der einfach ganz normal aufgeladen wird über die Solarzellen. Ich bin gespannt, wann die Tesla Dachziegel kommen. Weil ich glaube, dass die ein ganz gutes Produkt sind, wenn es hier hagelt oder so, dass nicht. Wo bin ich denn jetzt? Ach hier. Dass die nicht zerschossen werden, die Solarzellen auf dem Dach. Ansonsten ist es eine hohe Risikogeschichte mit Feuer. Und da müssen wir auch ein paar Vorkehrungen treffen. Aber da ein bisschen mehr drüber in anderen Videos. So, jetzt gebe ich euch nochmal einen Schwung rüber, damit ihr so ein bisschen seht, wie das hier rüberkommt. Heute haben wir es übrigens sonnig, bewölkt ein bisschen, 26 Grad. Und wie es am Meer halt ist, am Indischen Ozean, der Wind weht. Ja. Im Prinzip war es das hier von hier aufs Bunbury. Wir sollten noch zum Wildlife Park gehen, haben sie uns empfohlen. Aber ich weiß nicht, ob wir dazu heute noch Lust haben. Müssen wir mal schauen, wie wir drauf sind. Und hier oben müsste unser Wagen stehen. Ja, heute sind wir mit dem Prius unterwegs, der so schön sparsam ist als Hybrid. Ja, ansonsten abonniert, wenn es euch gefällt, den Kanal natürlich, lasst ein Like da und sagt mir auch, was ihr sonst sehen wollt von Australien, wenn ich hier in Perth bin, worüber wir noch was berichten können, was zeigen können.
Ja, und macht natürlich die Glocke an, was alle so schön sagen. Bis dann.